Ich hatte Sex mit... Ich zensiere es nicht, aber ich lese es auch nicht weiter vor, Leute. Tut mir leid. Es tut ihm leid, mir tut es auch leid, dass es vorkam. Wir machen weiter. Okay, das ist richtig asozial. Einen Tag später hatten wir eine Anteilnahmekarte von Freunden im Briefkasten. Alles gut und willkommen zu einem neuen Video. Ja, das hier habe ich eben bei Denise am Schminktisch gefunden. Ich weiß nicht, wofür es da ist und was das für eine Funktion hat, aber ich habe mir gedacht, ich trage es das ganze Video über, um euch zu triggern. Okay, ich werde das ganze Video übertragen, ist jetzt kein Joke. Tut mir leid, Leute, wenn heute das Licht nicht so wunderbar ist und wenn irgendwas einfach stört, auch das Ding hier oben. Heute ist qualitativ nicht der perfekte Tag. Weil das Licht ist nicht gut und alles ist nicht gut, aber ich lasse mir den Tag nicht versauen. Heute gibt es nämlich ein ganz neues Format bei mir auf dem Kanal, was ich persönlich tatsächlich sehr feiere. Also ich zelebriere das richtig. Heute Abend gibt es so eine kleine Willkommensfeier. Ich mache mal, wenn ich ein neues Format habe, lade ich immer meine Freunde ein und so. Es gibt eine eskalative Party in meinem Club. Wie dem auch sei, das Format heißt Eure größten Sünden. Ist so ein bisschen angelegt an Just Juns Format Eure größten Geheimnisse. Wiederum auch an mein altes Format Eure ersten Mal angelegt. Es geht um persönliche Stories von euch, die ihr mir zusenden konntet. Und zwar über Telonym auch, weil es halt anonym ist. Ja, und da habe ich euch gesagt, ich schicke dir mal die Stories zu, bei denen ihr ehrlich gesagt rückblickend denkt, okay, das bereue ich übertrieben. Da denkt ihr wirklich, das ist so eine eurer größten Sünden überhaupt, so jugendsündenmäßig. Finde ich total spannend und lese da mal so ein paar vor. Auf jeden Fall extrem unterhaltsam. Das vorneweg. Weiblich 14 Jahre. Ich habe in der 6. Klasse einem Jungen in die Eier getreten und habe mich danach richtig schlecht gefühlt, weil er so Schmerzen hatte. Er hat es aber mega verdient, haha. Habe leider einen Klassenbucheintrag bekommen. Alter, die Klassenbucheinträge, das erinnert mich noch an ganz alte Zeiten. Aber es ist natürlich echt scheiße gelaufen, wenn du dann den Eintrag bekommen hast. Aber ansonsten, also ganz ehrlich, so ich kann aus Jungensicht kann ich bestätigen, dass das echt eine schlimme Strafe für ihn gewesen sein muss, wenn du ihm da unten so richtig reingetreten hast. Also kein schlechter Move von dir. Habe mal meiner Oma und Opa aus ihrem Sparkrug 25 Euro genommen, da ich dachte, sie merken es nicht. Das ist doch scheißegal, ob sie dachten, dass sie es merken oder nicht. Das ist einfach groß gemein von dir. Okay, das Ding drückt hier über rein, merke ich gerade. Das ist also, das drückt richtig. Ich merke richtig, wie das Fett links und rechts da so rausschwabbelt. Okay, den eigenen Großeltern 25 Euro klauen, ist schon so ein richtiger Dick-Move. Ich meine, du bereust es ja auch. Das ist ja wirklich eine Sünde. Und deswegen ist es so ein bisschen, wenn ihr die Sünden zu mir schickt über Telonym, dann ist es wie vergeben. Wirklich, es ist wie vergeben. Das ist wie Beichte in der Kirche. Also es soll jetzt kein Blasphemismus sein, aber es ist wie Beichte in der Kirche. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich war groß auf Toilette und habe dann nicht abgespült und es hat gestunken. Und mein Freund ist danach reingegangen, ohne dass ich das wusste. Okay, aber wer geht bitte groß auf Klo und denkt sich so, oh, heute spüle ich mal nicht? Ist doch klar, dass irgendwann jemand reinkommt wieder. Überhaupt, was hat das für einen Grund? Ich meine, das ist nur ein Knopfdruck. Einmal auf die Spülung drücken. Das kann auch nicht so viel verlangt sein. Ich sitze übrigens heute wieder auf meinem Schreibtischstuhl. Ich habe mich jetzt schon dran gewöhnt, dass ich hier drauf sitze. Ist ein schönes Ding, muss ich sagen. Das machen die ganzen Gamer außerdem auch so. Also ist mir scheißegal, ja? Hört auf, mich zu kritisieren. Ich, männlich 14, habe bei einem Freund gepennt, der voll hübsch ist. Und habe ihn dann an den Arsch gefasst und er war wach. Dachte, er pennt. Er hat mich dann gefragt, ob das echt passiert ist. Und ich habe gesagt, dass es ein Traum war. Er glaubt es immer noch. Okay, wie wär's, wenn du deinem Freund, wenn du dich mal vor deinem Freund outest? Vielleicht einfach, weil du bist ja auch männlich. Ist auch alles kein Problem. Wobei es natürlich schon ein bisschen uncool von dir ist, dass du ihm einfach an den Arsch fasst. Also egal, das ist nicht schulenfeindlich gemeint, aber egal, ob man jetzt Junge oder Mädchen ist, den anderen einfach irgendwo hinzufassen, ohne dass das weiß, ist generell nicht cool. Aber du hast ja auch, du hast es ja, ist ja das Richtige. Ich muss euch ja nicht belehren, oder? Das Format ist ja nicht dazu da, dass ich euch irgendwie ausschimpfe, sondern es ist dafür da, dass wir uns alle über dich lustig machen. Das ist ja was viel schöner ist. Nein, wir nehmen das ja alle nicht zu ernst. Ihr habt das ja auch hingeschrieben. Also alles gut, alles locker. Nachdem meine Jacke zerrissen und angezündet wurde, weil ich keine Liebe für die Person empfand, bin ich zur Polizei und habe denen mitgeteilt, dass er auf Drogen Auto fährt. Nach Drogentest wurde ihm sein Führerschein abgenommen und ich habe im Nachhinein erfahren, dass er zusätzlich auf Bewährung war. Er sitzt jetzt wieder im Jugendgefängnis, fühle mich etwas schuldig. Okay, aber Alter, mit wem chillst du da zusammen? Also, no hate, aber okay. Ich meine, das ist krass. Er hat deine Jacke zerrissen und angezündet, weil du ihn nicht liebst. Das ist auch mal eine richtig krasse Taktik. Also für die Leute, die als nächstes von euch irgendwie ein Date haben oder so, wirklich geht zu den Leuten hin und zündet deren Jacken an. Das ist wirklich vollkommen okay. Es ist vollkommen okay. Hashtag Ironie für die 6-Jährigen, die es nicht verstehen und 7-Jährigen, die 8-Jährigen verstehen es schon. Ich habe Sex mit... Ich zensiere es nicht, aber ich lese es auch nicht weiter vor, Leute. Tut mir leid. Es tut ihm leid, mir tut es auch leid, dass es vorkam. Wir machen weiter. Ich habe mit 18 Jahren Crystal und andere Drogen konsumiert. Was ist los mit der Jugend? Hört mal. Nehmt keine Drogen, zündet keine Jacken an, macht nichts Falsches mit euren Haustieren. Ich hoffe, das war nur eine Spaßnachricht, wirklich, ich hoffe es. Benutzt euren Kopf doch einfach mal. Wie wäre es, wenn ihr anfangt, Bücher zu lesen, in der Schule aufzupassen, Hausaufgaben zu machen? Ich weiß, klingt im ersten Moment scheiße, aber ihr seid am Ende die, die viel Geld verdienen. Ernst gemeint. Nächster Punkt. Weiblich 17. Als ich in der 6. Klasse war, kam ich zu spät zum Unterricht und habe dann als Grund gesagt, dass meine Uroma gestorben wäre und bin da vor der ganzen Klasse in Tränen ausgebrochen, weil es mich trotzdem so überkam, obwohl meine Uroma
gar nicht gestorben ist. Okay, das ist richtig asozial. Einen Tag später hatten wir eine Anteilnahmekarte von Freunden im Briefkasten. Ich weiß bis heute nicht, warum ich nicht einfach gesagt habe, meine Fahrradkette wäre runtergegangen. So schlecht habe ich mich im Nachhinein noch gefühlt. Oh Mann. Okay, das ist echt eine Nummer. Das ist... Vor allem ist es so asozial, wenn die Uroma immer noch lebt und man sagt es einfach so. Und dann dieser Brief und die Eltern wundern sich so, was ist denn das für ein Brief? Ist Uroma gestorben? Alter, das... Aber es, wirklich, das könnte auch so typisch ich sein, irgendwie so. Man immer so, als hätten die Lehrer kein Verständnis, wenn man ehrlich ist und sagt, die Fahrradkette ist rausgesprungen. Ich meine, das können die Lehrer ja nichts machen. Aber das, echt eine witzige Story. Ich, weiblich 19, habe mit dem Ex-Freund einer Freundin rumgeknutscht. Ich bin an sich so eine treue Seele und wirklich ein guter Mensch. Aber das haut mich jedes Mal um, wenn ich sie sehe und mein Gewissen frisst mich noch auf. Ich weiß auch nicht, wieso ich so etwas Dummes getan habe, aber ich kann es ihr nicht sagen, weil die Freundschaft dann auf jeden Fall nicht mehr existieren würde. Okay, das ist ein echtes Dilemma, aus dem du so leicht auch nicht rauskommst. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Mir tut es sehr leid, dass du sowas erleben musst. Ja, da kann man nichts machen. Kann ich nichts zu sagen, kann man nichts machen. Ist einfach ärgerlich gelaufen für dich. Ja, pass auf, es wird krass. Ich habe schon eine komplette Arbeit bei einer Person abgeschrieben und nachher eine bessere Note als mein Nachbar gehabt. Etwas CMS/S Blechgeschirrgewissen war am Start. Etwas CMS Blechgeschirrgewissen? Was zur Hölle ist ein CMS Blechgeschirrgewissen? Wisst ihr das, Leute? Wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare oder hat er sich einfach nur krank verschrieben? Ich weiß nicht, was das bedeuten kann. Alter, das tut so weh, das Ding. Ich werde es aussehen und nie wieder anziehen. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Vor allem ist es ja voll der asoziale Move, einfach du schreibst ab und hast am Ende eine bessere Note. Das heißt, wahrscheinlich hast du abgeschrieben, hast so ein paar Fehler, hast dir gedacht, oh, du Bitch, du machst gerade Fehler. Ich mach's richtig. Also richtig, richtig krass. Und wir kommen zur. Soll ich noch eine machen? Ich mach noch eine. Männlich 17, dass ich Denise geliebt habe. Alles klar. Okay. Ja, Leute, das war's für diesem Format. Wenn ihr auf sowas nochmal Bock habt, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen um 16.30 Uhr wieder. Jeden Tag bei mir ein neues Video. Euch einen wunderschönen Tag. Und schreibt mir in die Kommentare, welche Story ihr am besten fandet. Ja, wir sehen uns. Bis dann und ciao.